Willkommen zurück zu Call of Duty Ghosts. Diesmal dauert der Ladebildschirm etwas länger, deswegen kann ich schön in Ruhe anmoderieren, ohne dass mir jemand dazwischen quatscht. Und wir gehen auf Tauchstation. Ja, hammer geil. So, wo müssen wir hin? Wir folgen einfach mal dem Rest. Na, hin da. Alles klar. 5 Kilometer. Und das unter Wasser, naja. Das kann dauern. Nicht zu weit nach draußen. Wir sind nicht die einzigen Jäger hier. Ist auf jeden Fall ziemlich schön inszeniert, muss ich sagen. Ich meine, schaut euch mal um hier. Na, geil. Und wir schwimmen einfach mal hinterher. Bin am Boden. Am Boden zerstört. Dem Boden der Tatsachen. Sekunde. Bodenpatrouille. Okay. Wir haben wohl Gesellschaft. Warte, bis sie sich trennen. Oh oh. Okay. Weiter geht's, wenn wir schön unten bleiben. Das ist jetzt nicht so awesome. Das war schon mal der Fail des Tages. Aber ihr kennt es ja. Ihr kennt es ja nicht anders von mir. Wenn ein Pro-Spieler sucht, sucht sich jemand anderen. Alles klar. Na dann. Schwimm voraus. So, da sind wir hier im Schiff. Ey, nicht so hoch. Ja. Ja, das könnte Ärger bedeuten. Ein bisschen. Aber selbst unter Wasser ist die Steuerung noch sehr angenehm. Scheiße, sie sind überall. Ja, das sehe ich auch. Scarecrow, wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie werden Teil der Schiffswachs. In den Schiffen könnten immer noch Waffen und Nuklearteile sein. Wir geben es weiter. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich zähle 4. Noch nichts gemacht. Ich mein's euch. Okay. Feuer frei! Da ist noch einer. Sicher. Alles klar. Vorwärts. Das ging ja noch mal gut eigentlich. Alles klar, dann drücken wir mal auf unseren Speed-Knopf. Ist ja lustig, wir können tatsächlich schnell schwimmen.
Finde ich gut. Kontakt. Schon wieder. Sie scheinen zu haben, was Sie wollen. So eine gute Position zum Blockieren. Habe ich da irgendeine Vorgabe oder ist das Wurst? Feuerfreigabe. Okay. Achso, kriegen. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Komm hier hin. Stirb doch endlich. Noch ein bisschen weit oben. Oh! Ha! Das ging gerade noch mal gut. Puh! Lecco mio! Da scheint ein Weg durch diese Container. Wo sein? Da so, wo der Pfeil ist. Da. Okay. Wie auch immer ich jetzt meinen Sauerstoff kontrollieren soll, ich kann atmen. Alles gut. Ich bin noch nicht tot. Okay. Ich hab kein Tiefenmesser. Mein Freund. Entgegen, aber wir können rein. Alter. Aua. Los, jetzt gib Gas hier. Alter. Das haut echt rein. Oh, ist das heftig. Dann machen wir weg die Tür hier. Ja. Also das ist auf jeden Fall mal eine richtig hammergeile Mission. Ach du Schande. Wahrscheinlich da so. Hat geklappt. Super. Ich hab's nicht vergeigt. Oh. Oh, 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 oh. Das kannst du laut sagen. Oh, Scheiße. Also Achterbahnen sind scheiß dagegen. Ich lebe noch. Achso. Linke Maus auf der Klick. Das war knapp. Alles klar. Na klar. Oh. Ach du Scheiße. Ja, bitte, jetzt. Scarecrow,
schwimm doch mal ein bisschen schneller hier, mein Freund. Weia, 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 weia. Oh, da kommt einer alles entgegen. Man sieht zu jetzt hier. Scheiße. Oh, 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 oh. Okay, ich werde jetzt, glaube ich, nicht mehr so häufig nachladen. Erst wenn das Magazin leer ist. Oder jetzt. So, wenn ich mal eine ruhige Sekunde habe. Scheiße. Hilfe. Weg. Das mit dem Schießen ist wirklich eine sehr gewöhnungsbedürftige Sache. Ja, war ich wieder schneller, mein Freund. Wo sind hier... Hallo? Homie? Kollege? Atze? Wo ist er hin? Ist natürlich auch mal schön unter Wasser, so... alles weg. Vielleicht hier so? Wo die Blubberbläschen hochkommen? Nee. Da schon mal nicht. Da ist er doch. Keen. Wie sieht's aus? Muss ich jetzt weiter vorwärts oder was? Ah, alles klar. Na. Okay. Weg. Ein bisschen nachladen hier. Da können sie ja. Oh, oh, oh. Weg. Weg. Weg, 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 weg. Au, 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 au. Mal hier. Da gehen wir rein. Schiff. Sagst du? Halt nur die Augen offen. Ich geb mir Mühe. Alter. Okay. Bereich sicher. Tja. Sind wir hier mitten im Feuchtgebiet und schwimmen hier mal ein bisschen durch die Gegend. Kein Kontakt ist immer gut. Was ist denn jetzt auf die Mission? Ein Schiff versenken und jetzt da heil wieder rauskommen. Oh oh. Wenn du sie siehst, ist das ein gutes Zeichen. Hoffentlich haben sie keine Hunger. Genau. Kommt da so ein kleiner Brathering an, wirst du? Das sieht nicht gut aus. Wir müssen nacheinander rein. Ja, und du gehst vor. Ich gehe vor. Wo ist, das ist schön. Bleib hier und gib mir Deckung. Bleib hier und gib mir Deckung. So. Hier ist nur Platz für einen von uns. Okay. Bleib am Eingang. Warte, bis ich durch bin. Okay, jetzt du. Scheiße, die wandern. Denk dran. Oh nein! Bis ich durch bin. Okay, jetzt du. Denk dran. Langsam und auf Abstand bleiben. Genau. Versuche ihre Bewegung vorauszuahnen. Das ist jetzt nicht so schwer. Ich schwimme jetzt einfach mal dem einen hinterher. Ist ja eigentlich... Vom Prinzip her ist es doch voll easy. Guck mal. Erinnert mich so ein bisschen an diese Minispiele von früher. Okay. Ja.
Das muss ich einmal zeigen. Das musste sein. Es muss so tun, als wenn es mit Absicht war. Hahaha. Bleib weg von den Fenstern. Nein. Mein Plan war jetzt eigentlich, mich direkt auf so eine Bombe draufzusetzen. Und dann setze ich so auf. Was ist denn jetzt hier? Nein. Der speichert hier aber ganz schön oft. Scarecrow, hier ist 6-2. Nähern uns Sammelpunkt Echo. Alles bereit für Phase 2. Okay. Ja. Wem sagst du das? Guck mal da. Ziel erfüllt. Verstanden. 6-2 Ende. Supi. Und bei allem hing Rock über mir wie eine schwarze Wolke. Wir hatten eine Bohrinsel zerstört. Eine ganze Flotte weggelockt. Einen Zerstörer versenkt. Doch da war diese eine Frage. Wo ist Rock? Hier? Vor uns? Er ist wirklich so gut wie ein Geist. Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik. Und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei, herauszufinden, was es war. Und was es war oder ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao!